Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Vitaria Fables. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz. Ich muss dahin. Ich muss durch den Bergtunneleingang und dann muss ich da unten. Weil ich glaube, in der westlichen Sanddüne ist bestimmt auch noch ein Dungeon, wo ich hin muss. Ich aber noch zu schwach bin. Also der neue Eiser war schon ziemlich krass. Okay. Ach komm, ihr Waldbienen, ihr könnt mir eh nichts. Ich brauche unbedingt noch ein paar Insektenflügel. Ich überlege gerade, wo ich die hergekriegt habe. Was sind? Ihr sollt mir verdammt nochmal Dings geben. Kohle. Das ist ja nervtötend. Drei Schläge, ey, und dann ist er durch. Hat er da noch so zwei rumgenommen? Ja, endlich einer. Wie oft soll ich die besiegen? Damit ich denn das hinkriege? Das hat mir wehgetan. Ich sehe nichts. Du hängst ein bisschen blöd. Komm mal weiter hier auf der. Komm mal weiter hier hin. Hallo. Ich stehen bleiben. Ab und zu machen wir echt Crit. Einfach hinter den und er läuft das. Langsam habe ich den Dreh raus, wie man es macht. Ein Sonnenstein, sehr schön. Leider nicht das, was ich wollte, aber okay. Von den ganzen Orks habe ich jetzt. Wow, ganze zwei Kohle gekriegt. Das ist. Das ist der Wahnsinn. Weil ich würde schon ganz gerne größere Truhe machen. Das auf jeden Fall. Die zwei so nebeneinander stehen, ist doch voll scheiße. Die heilen sich doch gegenseitig hoch. So schnell konnte ich nicht gucken. Das macht auch Schaden. Eis und Feuer zusammen in Kombination macht den anscheinend richtig Schaden. Oh. Ich guck mal noch. Na?
Mies, Leute, mies. Das ist eine echt schlechte Arbeitsteilung hier. Ach, Mann. Und Kiste ist auch voll. Und alles ist voll. Und schön. Aber das Gute ist, wir können ja jetzt ein Orten in die Matte. Iveria-Festung. Ich möchte nämlich ganz gerne noch für das eine, was ich mir machen wollte, für die Flügel. Würde ich doch ganz gerne. Wenigstens anpinnen. Damit ich weiß, was ich dafür brauche. Harte Schalen. Und 6000. Oh, das tut. Eigentlich, obwohl es wirklich besser wäre, hier drauf zu gehen, ne? Dass man das hier macht, dann habe ich wenigstens noch Bewegung. Aber das schränkt mich halt nicht ein. Ich glaube, das hier ist irgendwie am Ende trotzdem irgendwie noch cooler. Nee, wir gehen jetzt die hier. Dann machen wir, was ist das? Magieverteidigung, Giftwiderstand, physische Verteidigung. Ich will halt keinen Goldhelm tragen. Außerdem brauche ich dafür so viel Kohle. Hier bin ich sehr, sehr uneins, was ich bräuchte. Dann pinnen wir mal das an. Und hier die Insektenflügel, ne? Weil ich will ja am Ende, glaube ich. Nee, ich mach doch denn die hier. Das heißt, wir brauchen erstmal die Libellenflügel und dann die Schneeflocken. Die brauchen wir gar nicht. Was guckst du so? Kurz ins Pfotendorf. Ich würde so ganz gern einfach Kohle kaufen. Kohle, Kohle, Kohle. Aber es geht nicht. Wir werden am nächsten Tag zu dem Frosting gehen. Da können wir uns ja dann mehr oder weniger hinporten. Ist ja dann nicht so weit. Ich brauchte halt noch so ein bisschen davon alles hin. Mein Inventar ist voll. Ja, ich halte es ja nicht aus. So, das ist angepinnt. Dann pinne ich auch mal das an. Okay, ich kann mehrere Sachen anpinnen. Das ist sehr gut. Das ist ja gemein. Ich habe einfach nicht genug. Sachen, um halt wenigstens das zu machen. Ne? Kann ich nicht denn einfach den Honig im Prinzip? Brauche ich alles. 7 Kohle, ne?
Brauche ich noch 18 Kohle dafür und so viel Stein noch. Ah, hier ist Stein. Wenn wenigstens auch mal da so Kohle rausspringen würde bei denen. Dann gehen wir nochmal ganz schnell in unsere kluge Kiste. Das Problem ist, hinter bei diesem einen Monster ganz hinten bei Riveria Festung war ja auch eine Kiste. Aber da brauche ich halt einen Schlüssel für. Das ist halt auch wieder blöd. Hier noch irgendwas, was ich hätte sehen können? Also da war auch noch eine Kiste, ne? Die habe ich schon aufgemacht. Ah! Hätte mir doch aufschreiben sollen, wo hier was Kisten sind. Ja, jetzt zu spät. Wir kriegen das hin. Ich glaube, ich muss eh das eine oder andere Mal eventuell noch eh in die Dungeons denn. Ich weiß, in den Dungeons waren, glaube ich, 2 Silber. Wenn ich irgendwann mal die ganzen Sachen dafür habe, dann können wir das auch mal machen. Aber so ist es halt unglaublich schwierig, die Sachen zu farmen einfach. Heute verkaufe ich wieder nichts. Ja, geh mal schlafen, aber nicht bis 19 Uhr, sondern penn durch. Ich habe bis 19 Uhr gepinnt. Also ich stehe jetzt. Es war süß, aber unnötig. Ja. Ach, komm schon. Manchmal ist das Gießen so ein bisschen... Na, hau drauf. Was hat sich mal Kohle drin? Oh mein Gott. Kohle. Kann ich die ernten? Ich kann doch die ernten. Aber es reicht nicht. Es wird nicht reichen, um irgendwas anderes anzupflanzen. Da muss ich noch ein bisschen warten. Also am nächsten Tag warten. Juhu! Geht nicht mehr viel. Noch einmal Stein und 7-mal Kohle. Wie soll man bloß das ganze Geld zusammenkriegen? Wahrscheinlich wirklich farmen und sagen, okay, ich besiege jetzt 1000-mal dieses Monster und dann mache ich dieses Monster und verkaufe den ganzen Kram. Aber das möchte ich jetzt irgendwie auch nicht so. Ich will eigentlich mehr so die Hauptstory einfach durchspielen. So, jetzt gehen wir aber wirklich in den Dungeon. Lass jetzt auch Golems Golems sein, sondern geh straight im Ding. Ich kann mir aber vorstellen, dass halt auch in den Kisten wirklich eventuell guter Loot drin sein könnte, ne?
Ich kann mir auch vorstellen, dass wir irgendwann gegen Hazel kämpfen müssen. Ist vielleicht nicht die klügste Idee, aber das ist egal. Wir können alles gebrauchen. Wie kriege ich eigentlich mehr so... Achso. Mehr Taschenplatz. Rinder! Mich jetzt unnötig geboxt und es tut mir leid. Also bis jetzt halten die noch ein bisschen, also nicht sehr viel aus, das liegt aber vielleicht auch am Schwert. Und bis jetzt ist es auch nur ein Tunnel und noch gar kein. Echt jetzt? Komm her, du blöde Fledermaus. Herr Flauschi. Dunkelschleime. Alles mir, nehme ich alles mit. Hallo, mitnehmen. Dankeschön. Weiß doch nicht, ne? Ein Großflausch. Die würden so gern, aber sie können nicht. Wie ich mit dem Großflauschi zurechtkommen würde. So, noch Fragen? Habe ich mir gedacht. Obsidian. Werden wir wahrscheinlich später, früher oder später auch brauchen. Im ersten Moment hätte ich gedacht, oh, wie geil, Kohle. Und dann doch keine Kohle. Na gut. Kann man aber gebrauchen. Kam ich jetzt hier raus hier? Also die sind jetzt auch nicht aggressiv. Da flattert man auch nicht. Oh, Baumwollblüte. Äpfelchen? Noch Taschenplatz? Oh, Taschenplatz. Aber es interessiert mich halt. Jeder braucht doch.
Eben nicht mehr. Okay, ich gehe dann mal. Okay. Boah, du hast es jetzt aber gefressen, ne? Mein Gott, das war doch... Ich wollte doch nur mal gucken, ob ich dich... Entspann dich. Hier irgendwas? WTF, was war das denn? Wo kam das denn her? Das war ein gezielter Angriff. Der Riesenflauschi kann gezielt angreifen. Okay. Wissen wir Bescheid? Nicht den Flauschi angreifen. Die habe ich jetzt nicht. Die zwei werde ich mal vorne in die Kiste packen. Mal gucken, ob da irgendwas passiert. Wenn nicht, wäre das eigentlich ziemlich cool. Dann bräuchte ich die eine Kiste gar nicht. Könnte ich sagen, hier die eine Kiste mache ich denn dahin. In der Kiste kommen die ganzen Sachen, die ich für meine Werkzeuge jetzt brauche. Also, ne, Eisen, Kupfer und hat man nicht gesehen. In die Kiste in Riveria Festung mache ich denn die, die ich denn für die Klamotten brauche. Und dann brauche ich ja, ist ja nicht mehr so viel. Was? Das war aber ein Flauschi, du. Das war aber ein Flauschi. Ja, nee, haben wirklich nur Grünkohl verkauft. Super. Das wird auf jeden Fall eine reiche Ernte geben. Ja, komm. Ich glaube ganz fest an dich. Wahrscheinlich sind die Kisten wirklich nur dazu gedacht, wenn man wirklich jetzt so ein riesen Feld betreibt. Und nicht so ein kleines, niedriges Feld wie ich. Hallo, nimmst du's? Ich werde jetzt auch nur kurz billige Sachen kaufen, damit ich denn nicht so viel Ausgaben habe. Ich muss jetzt wieder 36 Felder machen. Könnte ein bisschen teuer werden. Und so viel habe ich leider nicht. Ja, 1800 ist aber jetzt auch nicht so viel, ne? Eisen, Sonnensteine. Möchte ich ganz gern gucken. Es sind wirklich noch die Sachen drin. Was denn halt so viel? Machen wir davon mal. Davon mal. So, ihr kommt jetzt mal alle mit und dann schauen wir mal, was ich brauche. Weil alles, was ich ja brauche, sowohl für Klamotten als auch für mein Schwert und so, ist ja angepinnt. Das heißt, das kann ich ja dann gegebenenfalls einfach rausnehmen.
Guten Pennies. So, dann habe ich hier aber wenigstens gleich mal ein bisschen Saat, was ich gebrauchen kann. Was auch ein bisschen Geld bringt, also Minimalgeld. Also beim nächsten Mal wissen wir auf jeden Fall nicht die... nicht den Oberflauschi angreifen. Ich glaube, dafür sind wir echt noch nicht stark genug für den Oberflauschi. Also das brauchen wir. Das kann aber rein. Das kann rein, das kann rein. Achso, das ist voll. Dementsprechend auch das Eisen. Da ich das noch alles brauche, kommt das auf jeden Fall mit. Du kannst rein. Dann kannst du schon mal rein. Hat mich das eigentlich Geld gekostet, das umzudingsen? Ja, hat es. Das ist ja so gemein. Das habe ich gar nicht geguckt. Also, für das bessere Schwert brauche ich Eisen, den Sonnenstein. Und dafür brauche ich die Dings. Hier. Das. Kommt rein. Jetzt müssen wir wirklich mal ein bisschen Kistenordnung machen. Das kommt rein. Das kommt mit. Das kommt mit. Nee, du nicht. Aber du. Ihr bleibt da. So, weil man nicht weiß, wozu man das noch gebrauchen kann. Du brauchst noch die Sonnensteine und den kommt noch rein. So, ich habe das extra mal so offen gelassen, beziehungsweise die mit reingehauen, einfach aus dem folgenden Grund. Damit die so ein bisschen zusammengehören. Ne? Das kostet mich wieder so viel. Aber cool, dass wir jetzt so einfach das nutzen. Viverio-Festung. Halt so viel Geld. Ach, ich glaube, die Schlingpflanzen brauchte ich aber auch für meinen Bogen. Hier brauche ich den Saft und die Schalen. Da die Blätter und die Blumen. Da die Flügel. Schalen habe ich nicht. So eine Quest für mich? Nee. Saft, Dingsbums. Das brauchte ich nämlich noch dafür. Saftschalen. Ich habe das Gefühl, irgendwas vergessen zu haben.
Saft, also die harten Schalen habe ich nicht. Blumen und Blätter sind drin. Und die Flügel sind drin. Gut, dann muss ich aber trotzdem nochmal zurück. Außerdem ist ja denn eh schon. Part Ende, dann können wir nämlich abspeichern. Geht ab. Guten Tag. Und dann halt mindestens 10.000 roten Pennies. Aha, das ist so teuer. Die haben jetzt auch nicht so die krassen Questen hier. Aber okay. Dann gehen wir mal abspeichern. Ich muss halt immer die besten Pflanzen anpflanzen. Also eigentlich nur Trauben. Aber Trauben kosten halt am Anfang. Bis das erstmal so ein bisschen anläuft, dauert es halt noch eine Weile. Aber guck mal, sieht doch jetzt schon viel schöner aus hier drinnen. Oder was sagt er? Jetzt brauchen wir noch 30 von denen. Dann können wir nämlich auch unseren Magiezauber auf das Stärkste hochpushen. Aber ich speichere hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.